Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Da ich oft gefragt wurde, ob ich nicht irgendwas zum Thema Photoshop erklären kann oder ein Profilbild erstellen kann oder sonstiges, habe ich mir jetzt einfach mal gedacht, dass ich einen Photoshop-Anfängerkurs starte. Und ja, das ist er jetzt und ihr erkennt den ganz einfach daran, dass vor dem Videotitel in eckigen Klammern immer How-To steht. Überall, wo das davor steht, das gehört zu diesem kleinen Photoshop-Anfängerkurs. Ja, wir fangen dann heute mal ganz einfach an, und zwar mit dem Aufbau von Photoshop. Wir sehen hier, Photoshop ist ziemlich grau und ja, ist aber gar nicht so unübersichtlich. Hier rechts haben wir die Werkzeugpalette, bei dem wir uns verschiedene Werkzeuge auswählen können, wie zum Beispiel das Bewegen-Werkzeug, das Auswahlwerkzeug oder das Pinselwerkzeug. Hier ganz oben haben wir eine Leiste mit den Grundsachen, die jetzt, sage ich mal, bei vielen Programmen sind, wie zum Beispiel Datei, Datei speichern, bearbeiten, kopieren. Können wir auch weitere Einstellungen vornehmen, wie Pinselvorgaben festlegen oder Muster festlegen. Die können hier das komplette Bild bearbeiten, wir können einzelne Ebenen bearbeiten, wir können die Auswahl verändern. Wir können Filter anwenden und. Können wir hier auch noch die Zoom-Stärke verändern. Das geht auch über Alt und dann einfach mit dem Scrollrad nach oben scrollen oder nach unten. Und ja, hier können wir uns Arbeitsbereiche auswählen. Standardmäßig ist Grundelemente eingestellt. Wir können aber auch Design auswählen. Sehen wir, ändert sich hier was. Oder malen. Und wir können auch eigene Arbeitsbereiche erstellen, dazu aber in einem späteren Video mehr. Hier haben wir noch eine Leiste, die dann je nach Werkzeug anders ist. Die ist also immer aufs Werkzeug angepasst. Wir sehen, die ändert sich immer und es sind immer andere Einstellungen dafür das entsprechende Werkzeug. Hier rechts finden wir dann den Arbeitsbereich. Da ist jetzt hier bei Grundelemente, kann man Farben ändern, Farbfelder sehen. Oder einfach Stile auf Ebenen anwenden, dazu auch in einem späteren Video mehr. Hier können wir Korrekturen vornehmen, das ist aber hier oben ist es bei jedem Arbeitsbereich anders, aber hier unten ist es bei fast jedem gleich, und zwar finden wir hier die Ebenen. Zu den Ebenen wird es auch nochmal ein extra Video geben. Und ja, hier haben wir dann auch noch praktisch unsere Grafik, unser Bild, das wir bearbeiten oder erstellen oder ja. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Ich wollte jetzt nur so einen kurzen Überblick geben über Photoshop. Und wie gesagt, das ist jetzt so ein kleiner Anfängerkurs. Es wird auch normale Photoshop-Videos von mir geben, aber das ist jetzt eben der Anfängerkurs. Abonniert mich am besten, damit ihr die Videos immer sofort seht, wenn die veröffentlicht werden. Und ja, bewertet das Video, kommentiert das Video. Und wenn ihr irgendwelche Videovorschläge habt zu Photoshop oder zu anderen Themen, postet die einfach unten in die Kommentare oder schreibt sie mir als PN. Oder ja, auch wenn ihr irgendwas wissen wollt zum Thema Photoshop, schreibt es mir einfach. Das war's dann eigentlich auch schon für dieses Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und hoffe, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Abonnieren, kommentieren und bewerten. Ciao.